والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, als Muslim muss man diese Botschaft lieben. Und wenn man diese Botschaft liebt und man sieht, dass die Botschaft verdreht wird, dann muss man etwas dagegen tun. Und mir hat ein Bruder ein Video gezeigt von einem Prediger, nenne ich ihn mal. Und er kam da mit einem Vers aus der Sure Sabah, zwar Vers 24. Also ich habe das Video uns eben gesehen. Ja, und dann kam er mit dem Vers Sure Sabah, Sure 34, Vers 24. Sagt, wer ist es, der euch Versorgung aus dem Himmel und der Erde bereitet? Sagt, Gott ist es. Und siehe, entweder wir, die an ihn glauben, oder ihr, die seine Einheit leugnet, sind auf dem rechten Pfad oder sind klar irregegangen. Und dann sollte dieser Vers benutzt werden als Beweis dafür, dass man den Leuten nicht sagen soll, dass sie falsch liegen. Weil dann können sie sich ja beleidigt fühlen und dann können sie sich ja gekränkt fühlen. Und das ist dann nicht von der Weisheit. Und ich sage nochmal, es kann gut sein, dass ihr das gerne hören wollt. Dass ihr gerne hören wollt, es sei falsch, dem Käfer zu sagen, dass er ein Käfer ist und auf dem falschen Weg ist. Es kann gut sein, dass ihr hören wollt, dass es falsch sei, den Menschen klarzumachen, dass der Islam der einzig wahre Weg sei. Es kann gut sein. Weil das macht das Leben gemütlich. Denn die Propheten, die den Menschen klargemacht haben, dass der Weg zu Allah nur einer ist und dass der Weg zu Allah über den Tauhid, über den strengen Monotheismus führt. Diese Propheten wurden bekämpft. Wie war es bei Musa a.s.? Sure 40, Vers 25. فَلَمَّا جَاءُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عَنْدِنَا قَالُوا اُقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. Und als er mit der Wahrheit von uns zu ihnen kam, sagten sie, tötet die männlichen Kinder von denen, die mit ihm glauben. Das heißt, er ist mit der Wahrheit gekommen, mit der Botschaft Allahs, und er wurde danach bekämpft. In Sure Taha, Sure 20, das müsste ab Vers 44 anfangen. Fangen wir an zu lesen, ab Vers 40. Da geht's los, dann sagt er, اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. Geht zum Pharao, ihr zwei, das heißt Harun und Musa, geht zum Pharao und sagt zu ihm ein sanftes Wort. Die meisten stoppen hier und sagen, siehst du, das heißt, du darfst nicht mit ihnen über die Hölle reden. Siehst du, sag bloß nicht, sie liegen falsch, sag zu ihm ein sanftes Wort. Wir sagen, hier steht nicht, du sollst nicht über die Hölle reden. Hier soll es ein sanftes Wort sein. Aber du interpretierst das sanfte Wort als rede nicht über die Hölle. Lesen uns den Vers mal, lesen wir mal weiter. Das ist nämlich nur der Anfang vom Vers. Dann geht's weiter. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Auf das er bedenkt und sich fürchtet. Das heißt, dieses sanfte Wort soll dazu führen, dass sich der Pharao fürchtet. Warum soll sich denn der Pharao fürchten, wenn Musa und Harun nur Gemeinsamkeiten aufzählen? Lesen wir mal weiter, weil die Interpretation des sanften Wortes kommt nachher von Allah höchstpersönlich, von Allah selber.
Dann sagt Musa an Harun, Kala Rabbana, Kala Rabbana, innana nachafu ayafruta alayna au ayatra. Oh Allah, wir fürchten, dass er gegen uns voreilig vorgeht und gewalttätig gegen uns wird. Kala la tachafa. Allah sagt, habt beide keine Angst. Innani ma'akum asma wa ara. Ich bin mit euch, ich höre und sehe. Fa'atiyahu. So geht zu ihm. Fa'kula. Und sagt ihr beiden, jetzt kommt das sanfte Wort. Inna rasula rabbik. Wir sind zwei Gesandte von deinem Herrn zu dir. Zu wem sagen sie das? Das sagen sie zum Pharao, der von sich selber sagt, Anna rabbukum ul'ala. Und Allah sagt zu Musa und Harun, geht zu ihm und sagt, wir sind zwei Gesandte von deinem Herrn zu dir. Haben wir jetzt gerade Gemeinsamkeiten aufgezählt? Fa'arsil ma'ana bani Israel, so sende mit uns die Kinder Israels, sie geben den Befehl, das Gemeinsamkeiten. Wa la tu'adhibhum, zweiter Befehl, die verbieten ihm etwas, sind das Gemeinsamkeiten? Kajitnaka bi'ayatim rabbik, wir sind schon mit Zeichen von deinem Herrn zu dir gekommen. Von deinem Herrn, nochmal, von deinem Herrn sind das Gemeinsamkeiten. Wassalamu ala man ittaba' al-huda. Und Friede sei mit dem, der Rechtleitung folgt. Weißt du, was das heißt? Das heißt, wenn du der Rechtleitung nicht folgst, wenn du dem nicht folgst, womit wir gekommen sind, dann hast du auch keinen Frieden. Das ist das sanfte Wort. Dann, jetzt wird vielleicht jemand sagen, ja, aber die sollen ja hier mit dem Pharao reden, aber wir reden ja hier mit normalen Menschen. Ja, warum sollen wir denn mit den normalen Menschen, warum sollen wir denen nicht die Wahrheit klipp und klar sagen? Warum nicht? Ja, aber dann können wir ja Probleme kriegen. Okay, dann die Frage. Wer kann mehr Probleme kriegen? Jemand, der vor dem Pharao steht, der kleine Kinder abschlachtet? Oder jemand, der in Deutschland, wo es Meinungsfreiheit gibt, wie jede andere Religion auch sagen, wir haben die richtige Religion. Komm, Zeugen Jehovas gehen durch die Straßen, Hare Krishna gehen durch die Straßen, Mormonen gehen durch die Straßen, Evangelikale gehen durch die Straßen, Pfingstler gehen durch die Straßen, Baptisten gehen durch die Straßen. Alle möglichen Religionen sagen, wir haben den richtigen Weg. Aber wenn der Muslim das sagt, dann kommen die eigenen Muslime und fallen ihm in den Rücken. Weil das angeblich gegen den Islam ist, weil Allah sagt ja, sagt ein sanftes Wort. Weiter, nächster Vers. Nachdem sie gesagt haben, Friede ist mit dem, der Rechte gefolgt, sagen sie, inna kat uhiya, oder sollen sie sagen, inna kat uhiya ilayna, anna al-adhaba ala man kadaba wa tawalla. Wahrlich, uns ist offenbart worden, dass derjenige die Strafe bekommt, der den Glauben verweigert, der die Botschaft der Lüge bezichtigt und sich abwendet. Jetzt kommt vielleicht trotzdem noch jemand mit Pharao. Okay, muss Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. geht zu seinem Volk. Und was sagt er zu denen? Er sagt zu denen, hä? Was sind das für Sura 21, was sind das für Götzen, die ihr anbetet? Sie sagen, wir haben unsere Vorväter vorgefunden, wie sie angebetet haben. Dann sagt er, ihr und eure Vorväter wart in einem deutlichen Irrtum. Ihr könnt doch gerne die Sura 29 lesen, wie Ibrahim in klipp und klar sagt, Inna ma takhastu min duni illahi awthana mawaddata baynakum fil hayati dunya, thumma yawm al qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da. Ihr habt nur unter euch Götzen, ich rufe mal kurz den Vers direkt, ihr habt unter euch, ihr habt nur Götzen genommen, als Liebe unter euch im diesseitigen Leben. Dann am jüngsten Tag werdet ihr euch gegenseitig verfluchen, ja, und euch gegenseitig verleugnen. Und eure Bleibe wird die Hölle sein und übel ist dieses Ende. Gucke kurz, wo da steht, der Vers ist Sure 29, Vers 24. Sure 29, Vers 25. وَقَالَ إِنَّمَا تَخَذْتُ مِنْ دُونِ إِلَىٰ أَوْثَانَ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ja, hier.
Und Abraham, Ibrahim sagte, ihr habt euch entschieden, Götzen anstelle Gottes anzubeten, aus keinem anderen Grund als im Leben dieser Welt ein Band der Liebe zwischen euch und euren Vorfahren zu haben. Aber dann, am Auferstehungstag, werdet ihr einander verleugnen und verfluchen, denn das Ziel von euch allen wird das Feuer sein und ihr werdet keinen haben, euch beizustehen. Summe 29, 25, lest es euch selber durch. Klipp und klar redet Ibrahim mit den Leuten. So. Jetzt kommt jemand und sagt, die Wahrheit ist relativ, man soll nicht sagen, man liegt auf der Wahrheit. Man soll nicht sagen, ja, man habe die Wahrheit und die anderen seien falsch. Und dann wird dann gebracht aus Sura 18, ja, فَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرُ. Wer will, soll glauben und wer will, soll den Glauben verweigern. Warum wird nicht der ganze Vers genannt? قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Sprich, die Wahrheit ist von deinem Herrn. So soll derjenige, der will, glauben und derjenige, der nicht will, soll ungläubig bleiben. Und dann, was sagt er dann? إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Wir haben wahrlich für die Ungerechten, nachdem er sagt, ja, und wer ungläubig bleiben will, soll ungläubig bleiben. Wir haben wahrlich für die Ungerechten ein Feuer vorbereitet, dessen Zeltdecke sie umfasst. Und wenn sie nach Hilfe rufen mit Wasser, dann wird ihnen geholfen mit Wasser wie Erz, was ihre Gesichter versenkt. Hier. Wie geschmolzen, hier, ich lese es vor. So 18, Vers 29. Ja. Und sagt, die Wahrheit ist gekommen von eurem Erhalter. Lasse denn an sie glauben, wer will, und lasse sie verwerfen, wer will. Also die Wahrheit. Also die Wahrheit ist schon da. So, wahrlich, für alle, die gegen sich selbst sündigen, indem sie unsere Wahrheit verwerfen, in Klammern, haben wir ein Feuer bereitet, dessen sich auftürmende Falten, manche die Zeltdecken, sie von allen Seiten umschließen werden. Ist das relativ? Ist das die relative Wahrheit? Das ist ein... Ja. Und wenn sie um Wasser bitten, wird ihnen Wasser gegeben werden, heiß wie geschmolzenes Blei, das ihre Gesichter verbrühen wird. Was für ein furchtbarer Drang und was für ein übler Rastplatz. Das heißt, der ganze Koran ist voll mit Versen, die zeigen, das ist die Wahrheit, es gibt nichts Relatives. Und dann kommt einer mit einem Vers vom Koran, der völlig aus dem Kontext gezogen wird und will dann damit zeigen, dass man ja nicht den Leuten sagen soll, dass sie auf dem falschen Weg sind. Wir haben Musa, wir haben Ibrahim, wir haben den Propheten, wir haben... so viele Beweise, der ganze Koran ist voll und einer mit einem Beweis, losgelöst vom Kontext, der gar kein Beweis für ihn ist, und das soll dann der Beweis sein. Wer ist es, der euch Versorgung aus dem Himmel und der Erde bereitet? Sagt, Gott ist es. Und siehe, entweder wir, die an ihn glauben, oder ihr, die seine Einheit glauben, sind auf dem rechten Pfad oder sind klar irre gegangen. Jetzt gucken wir erstmal, was Al-Barawi dazu sagt. Al-Barawi ist ein großer schäfiitischer Gelehrter, weil wir haben ja keine Ahnung. Wir sind ja nur so radikale Leute, die den Islam ja falsch darstellen. Wir sind hier, wo uns die meisten den Islam handeln. Alhamdulillah, möge Allah uns Ikhlas geben. Guck mal, was Al-Barawi sagt. Ist kein Salafist oder was weiß ich, was für ein Typ. Ja, ist ein großer Gelehrter des Islam. Was sagt er denn dazu? So. Al-Barawi sagt hier zu diesem Vers. Moment, ja, hier. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي دَلَالِ مُبِينٍ. Ja, das heißt, entweder wir oder ihr sind auf der Rechtleitung oder im deutlichen Irrtum. Ja. لَيْسَ هَذَا لَتَرِيكِ الشَّكِ. Dies ist nicht als Zweifel gemeint. وَلَكِنْ عَلَى جِيَةِ الْإِنصَافِ فِي الْحُجَّجِ. فِي الْحُجَّجِ. Sondern als eine Gerechtigkeit bei der Argumentation. So als wenn jemand zum anderen sagt,
einer von uns lügt, وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الصَّادِقُ وَصَحِبُ كَاذِبُ, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt und der andere lügt. وَالْمَعْنَى, und die Bedeutung davon, مَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ, wir und ihr sind nicht auf einer Angelegenheit, also wir sind nicht gleich. بَلْ أَحَدُ الْفَارِكَيْنِ مُحْتَدٍ وَالْآخَدَانِ, sondern eine der zwei Gruppen ist rechtgeleitet und die andere irre gegangen. Das heißt also, eine Betonung dieser Vers, dass einer rechtgeleitet ist und einer irre gegangen, hat nichts mit Relativität zu tun. Ja? Dann weiter. So. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يتبعوا على هدى, also der Prophet und die, die ihm folgen, sind auf der Rechtleitung, ومن خالفه في الضلال, في الضلال, und wer ihm widerspricht, wer ihm entgegensetzt, der ist auf dem Irrweg. Ja? So, jetzt geht's weiter. Jetzt gucken wir uns mal den ganzen Kontext an von diesem Vers. Ja? Gucken wir an, was danach noch kommt. So, 24. Was kommt danach? Was kommt davor? Erstmal davor wird der Götzendienst kritisiert. Davor wird gesagt, davor im Vers, genau zwei Verse davor, wird der Götzendienst kritisiert. Hier werden die Götzendiener angesprochen. Wie kann man sagen, hier vom Kontext her, das ist relativ gemeint, damit man die Leute nicht beleidigt. Hier, sag, suche, hier Vers 22, Sure 34, Vers 22, sag, ruf zu jenen Wesen, die ihr euch vorstellt, neben Gott. Sie haben nicht das Gewicht eines Atoms an Macht, weder in den Himmel noch auf Erden. Das heißt, hier wird gesagt, die haben nichts. Das ist falsch, dass ihr die anbetet. Dann, noch haben sie irgendeinen Anteil daran. Noch nicht mal das, noch nicht mal einen Anteil. Weder besitzen sie, noch haben sie einen Anteil, sie zu lenken. Noch wählt er irgendeinen Helfer von ihnen zu haben. Das heißt, die sind noch nicht mal Helfer bei Allah. Das heißt, das ist eine völlige, dieser Vers, Vers 22, ist eine völlige Zerstörung des Götzendienstes. Weder haben sie Macht, noch haben sie einen Anteil, noch hat Allah sie erwählt. Ja, dann weiter, 23. Und vor ihm kann Fürsprache nicht irgendeinem nutzen, außer einem, dessen Falle dafür Erlaubnis gewährt haben mag. So sehr, dass wenn der Schrecken der letzten Stunde von ihren Herzen genommen ist, sie, die auferweckt worden sind, einander fragen werden, was hat euer Herr für euch bestimmt, worauf die anderen antworten werden, was immer wahr und verdient ist, denn er allein ist erhaben und groß. Das heißt, dieser Vers wird im Kontext genannt, wo der Götzendienst komplett zerstört ist, das davor, und danach, einige Verse danach, wird dann erwähnt, was am Tag des Gerichts passiert, und dass diejenigen, die die Götzen angebetet haben, in die Hölle gehen. Das heißt, wie kann man diesen Vers jetzt benutzen, um zu sagen, dass diejenigen, die den Kuffar klar und deutlich machen, dass sie auf dem falschen Weg sind, die Dawa falsch verstanden haben? Das ist der helle Wahnsinn. Man nimmt sich einen Vers aus dem Koran, lässt hunderte andere Verse, lässt die ganzen Geschichten der Propheten, die klar und deutlich sind, und nimmt sich einen Vers, losgelöst vom Kontext, man beachtet weder, was davor in dem Vers steht, noch was danach in den Versen steht, und nimmt sich dann die Frechheit raus, diejenigen, die klar und deutlich zu ihr die Botschaft rüberbringen und sagen, der Islam ist der einzig wahre Weg zu Gott. Ja, man nimmt sich die Frechheit aus, die noch als die Falschen darzustellen, die dem Islam schaden. Hat man nichts anderes zu tun? Mal ganz ehrlich, man hat es in Münster mit einem Scharlatan zu tun, der behauptet, es gäbe keine Hölle. Habt ihr schon mal einen Vortrag über diese Leute gemacht? Die Jugendgefängnisse sind voll. Die schaden dem Islam. Ehrenmord, Zwangsheirat. Nee, das Problem sind diejenigen, die die Botschaft so rüberbringen, wie der Prophet Ibrahim a.s., die den Leuten klipp und klar sagen, das ist die Wahrheit und das ist der falsche Weg. Habt ihr noch was anderes zu tun? Oder ist das Neid? Was ist hier das Problem? Wo ist das Problem hier im Herzen? Wenn man zu viel Angst hat, die Wahrheit klar und deutlich zu sagen, ja, dann soll man wenigstens nicht noch diejenigen kritisieren,
die klipp und klar sagen, لقد كنتم أنتم وأباؤكم في الدلال المبين. Ihr und eure Vorväter wart auf einem deutlichen Irrweg, so wie es Ibrahim a.s. gemacht hat. Über den Allah sagt in Surah 60, Vers 4, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Ihr hattet schon ein wunderschönes Beispiel, Ibrahim und die, die mit ihm sind. Warum sagt Allah das? Warum sagt er das? Weil wir uns an bestimmte Sachen im Koran nicht halten sollen, die Ibrahim a.s. gemacht hat. Wer ist besser? Ibrahim oder die Imam in den deutschen, oder einige Imam in den deutschen Moscheen? Wer ist besser? Wer ist besser? Der ist klar und deutlich sagt, so wie Ibrahim? Oder derjenige, der einen Vers aus dem Kontext nimmt, 100 andere Verse missachtet und dann versucht zu erklären, man soll den Leuten nicht klar und deutlich sagen, dass der Islam die Wahrheit ist? Die Wahrheit wäre hier relativ dargestellt worden. Wer hat mehr Ahnung? Al-Barawi? Wer kann den Koran besser interpretieren? Al-Barawi versteht diesen Vers nicht so. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht halten und vor Irrgehen bewahren. Salam.